Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir soll es heute um etwas Neues zu testen geben. Ich zeige es euch mal, was ich so geshoppt habe. Und das wollen wir heute auftragen. Ich habe mein Gesicht vorbereitet, aber ich habe noch keinen Highlighter und auch keinen Blush. Weil Blush mache ich meistens nach dem Highlighter drauf, damit es ein bisschen verschmilzt. Und zum Highlighter kommen wir jetzt. Ich habe mir die Hourglass Palette gekauft, Ambient. Ambient, ich hatte schon mal eine, das waren diese gepressten Pudern, diese Standardpalette, was jeder hat, und ich wollte einfach das hier probieren, weil meine Lieblings-YouTuberin, sage ich im russischen Bereich, oder halt einer meiner YouTuber, die ich schaue, die ich regelmäßig schaue, oder überhaupt schaue, die sie immer benutzt, das ist so unheimlich, alleine zu Hause zu sein, ich benutze mal. Ich gehe in die zwei hellsten, klopfe aber gut ab und trage mir das auf. Ich finde, es hat so einen nassen Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, weil ich muss gerade mal mit Kameralicht filmen, weil es aber noch zu dunkel ist. Ja, was soll ich sagen? Also, ich finde schon, das sind Glitzerpartikel drinne. Ich weiß nicht, ob ihr das seht oder nicht. Ich finde nicht, dass es rein Schimmer ist irgendwie. Also ich sehe schon kleine Glitzerpartikel. Und Bronze habe ich schon drauf. Ich habe heute von Kiko einen benutzt. Und auch mein ganzes Gesicht gefällt mir gerade sehr, sehr gut. So. Also, wenn man zu nah dran geht ans Gesicht, dann sieht man schon, ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Ich finde, das Packaging ist viel zu billig für das, dass das Produkt zu teuer ist. Ich finde, es fühlt sich an wie so ein Essensprodukt, ja? Also ein günstiges Produkt kann ja auch gut sein, aber trotzdem günstig. Ein bisschen ärgerlich finde ich das. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, ob ich es euch empfehle oder nicht. Ich habe es immer mal wieder mal getestet. Es sieht nett aus, aber ob man wirklich 70 Euro für diese Palette ausgeben sollte oder 60, da bin ich noch nicht ganz so überzeugt von. Dann habe ich eine Lidschattenpalette, die ich unbedingt vorstellen möchte, denn das ist die Dominique Cosmetics Palette. Und zwar heißt die Celestial Storm. Die habe ich bei Beauty Bay gekauft. Und ja, ich muss sagen, ich gucke sehr, sehr lange. Als die rauskam, habe ich mir sie schon angeguckt. Aber ich habe sie, ehrlich gesagt, völlig vergessen. Und ich war auch nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Deswegen habe ich sie jetzt. Und wenn ihr jetzt mal diese Farben anguckt, also hier sind Duochromes dabei. Hier sind Glitzer, also richtige Schimmerglitzer. Also hier die oberen drei zum Beispiel sind Schimmer und Glitzer. Und das ist hier ein Duochrom. Genau, das ist ein Duochrom. Hier ist, das ist ein Beige mit Rosa drinne. Das ist ein, ja, ich würde sagen ein Lila mit Rosa Glitzerpartikel. Also ganz, ganz tolle ganz, ganz tolle Palette. Gefällt mir unheimlich gut. Vor allen Dingen finde ich diese zwei wunderschön. Ich habe aber auch schon diesen roten Bereich getragen. Dieses Duochrom finde ich auch ganz, ganz toll. Vor allen Dingen mag ich das, wenn dann einfach ein Akzent vorne mit Lila ist. Also es steht einem so, so gut. So, jetzt kommen wir dazu, was mir da einfach fehlt. Ist ein mattes. Irgendwas, was heller ist. Damit ich eine Basis schaffen kann. Ich habe mir jetzt angewöhnt, einfach mein Gesicht abzupudern. Ich trage jetzt erstmal kurz mal einen Blush auf. Da benutze ich von Colourpop das alte Scheißerchen hier. Das ist so ein Duo, da ist einmal ein Highlighter drin und einmal ein Blush. Also eigentlich würde ich sagen Bronzer und Blush. Oh, mein Baby stößt mich gerade. Das ist ein Cremeprodukt, so ein Cream to Matte Geschichte eigentlich, ja, auch ganz, ganz cool. Hallo? Ich mag's.
Ich finde es nicht schlecht. Also gibt halt nicht noch eine Schicht sozusagen an Puderprodukt auf die Wangen. Ich habe irgendwie gerade ein Problem mit meinen Augen, weil es einfach zu hell ist, dieses Licht. Okay, ich habe meine Lider abgepudert mit einem ganz stinknormalen Puderpinsel und fange jetzt an, mit der Palette zu arbeiten. Um ehrlich zu sein, ich kann mich als nicht entscheiden, was ich da benutzen soll. Ja, mir fehlt eben, wie gesagt, was Neutrales. Wir werden trotzdem jetzt hier anfangen. Ich werde jetzt mal anfangen, das Türkis zu benutzen. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Ich hatte sonst immer, die Matten sind einfach unheimlich gut pigmentiert. Ich habe auch nichts im deutschsprachigen Raum gefunden, was diese Paletten-Review oder irgendwas wiedergeben könnte. Also leider nichts gefunden, was hätte mir den Kauf erleichtern können. Deswegen habe ich gedacht, werde ich auf jeden Fall eine Review machen. Ich muss mal schauen. Ich habe so viel vor, Leute. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So viele Paletten. Also ich könnte meinen ganzen Kleiderschrank noch, ne? Ihr wisst ja, was ich im Insta-Sale habe. Und deswegen, oh. Okay, das lässt sich eigentlich ganz gut blenden, obwohl das so eine türkisen. Also manchmal sehen die Farben einfach komisch aus. Es geht hier. Ohrenstäbchen. Mein Best Friend. Ja, ich komme da immer mit diesen großen Pinseln einfach raus. Also ich hoffe, ihr seht nicht nur meinen Ansatz, ne? Sondern könnt auch sehen, was ich hier so tue. Okay, wenn wir das nochmal intensiver haben wollen, dann nehmen wir einfach einen kleineren Pinsel. Die Palette ist einfach also, sie ist logisch und etwas auch unlogisch. Denn diese Brauntöne hier, diese Matten, die kann man ganz gut mit dem hier benutzen. Der hier allerdings kann man eigentlich nur mit dem hier benutzen. Also, es ist ja dann schon sonst das Dunkelste, was man hätte machen können. Das wäre ja sehr ärgerlich, finde ich einfach der Palette gegenüber, weil man das einfach so lässt. Ja, genau. Also ich tupfe nochmal in das Türkis. Es lässt sich mega. Also die Farben, man schaut mal einfach, wie man es aufbauen kann, ja? Ganz, ganz tolle Qualität, muss ich sagen. Hat auch ihren Preis. Also es ist nicht ganz günstig. Ich glaube, die kostet knapp 50 Euro. Ja, man muss halt wissen, was einem wichtig ist, ne? Ich weiß auch manchmal nicht so genau. Was ich noch auf jeden Fall abdrehen wollte, ist, ich habe so ein paar Beauty-Hacks für mich, die ich derzeitig gerne anwende. Keine TikTok, einfach nur die mein Leben in der Schmied. Oh nein. Warum? Kann man das erkennen? Ja, ne? Die. Die einfach mein Leben in der Schminkszene sozusagen ja, derzeitig einfach glücklicher machen. Also was ich da so gerade anwende. Ich denke, das ist ein ganz nettes Video. Ich kann, wenn ich natürlich mich daran erinnere, wer diesen Beauty-Hack ins Leben gerufen hat, würde ich das natürlich mit euch teilen. Wenn nicht, dann ist halt so. Habe ich ja nicht selber den Hack, den habe ich irgendwo von YouTube. So, dann schaut mal, wie intensiv die Farben einfach sind. Ich finde, mit diesem Blitzlicht ist ein bisschen schwierig, euch zu sagen, ob das jetzt fleckig ist oder nicht. Also bei mir fleckt gar nichts. In der Kamera sieht es komisch aus. Also ich muss sagen, in der Kamera wirkt das echt immer ein bisschen. Ja. Hier habe ich einen kleinen grünen Fleck.
Ja, und ich finde bei mir so rausgezogene Augen-Make-ups gar nicht schön. So eckig oder so. Ich mag es eher bei mir abgerundet. Ich finde, das steht einfach meine Form irgendwie besser. Ja. Genau. Wenn wir es dunkler haben wollen, haben wir die einzigste Möglichkeit. Entweder benutzen wir diesen Schimmerglitzer oder wir benutzen dieses Grau. Das ist auch wirklich so ein, ich weiß es nicht, kein richtiges Grau irgendwie. Ich möchte aber, möchte ich, doch, wir benutzen das Grau mal. Kann ich euch das auch zeigen? Das habe ich jetzt, wenn ich die Palette benutzt habe, natürlich zum Verdunkeln genommen, wenn ich es gebraucht habe. Da bröselt es auch. Ich höre eine Shisha. Ich hoffe, die hören mich nicht reden. Meine Nachbarn, wenn ich die Shisha schon höre, das Blubbern, dann will ich gar nicht wissen, was sie noch so gehört haben. Und ich sehe, ich habe die Hälfte mein Auge nicht angemalt. So, das ist von Essence ein Kajal, den ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Der ist extrem lasting und das stimmt auch. Also der 16 Stunden hält bestimmt. Habe ich jetzt noch nicht getestet derzeitig, aber ich vermute, er hält so lange. Also ich sehe, ich glitzer überall. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die Farben so sind, ne? Dann möchte ich euch unbedingt dieses Schimmerblau zeigen. Das habe ich noch nicht verwendet. Aber es kommt heute zu dem hier. Das ist das Star of unsere Show. Ich benutze einen Pinsel. Wenn man das mit dem Pinsel so anfasst, dann meint man, man hört irgendwas. Ich zeige euch das jetzt erstmal im Trockenen. Und man sieht, es kommt was runter. Ich wollte gerade schon die Sprühflasche in die Hand nehmen. Also in dem Licht kommt natürlich das noch. Und jetzt möchte ich mich einfach nicht so arg damit rumquälen, weil ich fange an zu schwitzen und dann hängt mir der ganze Glitzer dann rum. Ich sprühe es einfach an mit ganz normalen Wässerchen, den ich auch aktuell in meiner Routine einfach drin habe. Einfach diese, was sie sich dabei gedacht hat, so eine tolle Palette rauszubringen. Und dann bringt sie eine Palette, die der ein bisschen kleiner ist. Und statt die schönsten Farben zueinander zu machen, die schimmernden, macht sie einfach die matten. Macht sie mehr matt. Ich war geschockt. Ich so, nein, es gibt die noch in klein. Und dann macht sie die unschönsten und unspektakulärsten Farben für mich rein. Also ich hätte zum Beispiel alle Schimmernden genommen. Ich finde, sie gibt's schon. Ja, sowas habe ich schon mal gesehen. Aber nicht im Zusammenhang mit dieser Palette. Also nicht im Zusammenhang von dieser Farbzusammenstellung. Und ich finde sie wirklich gelungen. Ich habe auch natürlich super viel Brösel. Super viel Brösel. Aber ganz ehrlich, ich kann jetzt in die Disco morgen so macht. Ich glaube, ich habe nicht mal 8 Uhr. Doch, 8:02 Uhr. Samstag, 8:02 Uhr. Und Dina hat nichts Besseres zu tun, wie sich zu schminken. Ja, ist das schön. Mit dem Blau wäre ich fertig. Ich bin ein Unikat. Ich glitzer und schimmer. So, dann benutze ich noch mal einen Mini-Mini-Pinsel. Aber nicht ganz so mini. Sondern so ein bisschen das hier, dieser Dateischäder, der hat mir schon so oft seine Hilfe gezeigt. Also der ist wirklich richtig, richtig toll. Den würde ich mir auch noch mal kaufen von zu Eva. Aber jetzt muss ich ihn erstmal waschen. Das gibt so ganz komische Sachen sonst. Also manchmal, ich weiß auch nicht, wer morgens hierher kommt und meine Pinsel beschmutzt. Ich habe ja noch so ein kleines Scheißerchen, den Lux Pretties.
Precise Shader. Ich kann kein Deutsch. Und jetzt haben wir die Auswahl zwischen zwei hellen. Und ich würde diesen hier bevorzugen. Der hat einfach nur, das ist ein Beige mit Silberglitzer. Hey Leute, das ist so, so schön. Also, wenn man die Palette sich auch mit diesem Blitzlicht anguckt, sieht einfach mega genial aus. Und dann gebe ich dieses. Sieht so nett aus. Das ist jetzt für euch eine First Impression. Ich werde dazu auf jeden Fall ein paar Looks machen und auf jeden Fall eine Review versuchen. Also es wird die wichtigste Palette sein, weil ich sie einfach so, so schön finde. Erst habe ich gedacht, oh, hoffentlich gefällt sie mir. Aber wenn man dann dieses auf dem Auge sieht, was sie einfach auf dem Auge bringt, es ist vielleicht nichts für eine erwachsene Frau, die im Büro steht. Naja, mich gucken die Leute auch mal schräg an, aber man muss es abwägen können. Will man schräg angeguckt werden oder nicht? Also ich will. Ja, den Look werdet ihr auf jeden Fall im Haul-Video sehen. Ja, ich habe nämlich einiges geshoppt und ich denke, das sollte mal erwähnt werden. Das Problem ist, ich hätte einfach nicht so viel Grün trocken auftragen sollen. Ich bin mutig. Ich mache jetzt gerade meine Puderschicht mit meinem feuchten, leicht feuchten Tuch noch ab. Mutig, mutig, mutig. Vielleicht glitzert es auch nicht so extrem, wenn man es einfach, ja, wenn man den Blitz ausmacht, Licht aus. Aber was auf den Augen. Ja, also ich würde sogar noch mal die, also ich könnte ja so ein Video machen, welche Paletten mich noch interessieren. Ja, genau, könnte ich machen. Mache ich aber nicht. Ich versuche eigentlich so wenig Aufwand derzeitig wie möglich zu haben, weil immer, wenn ich was verspreche oder irgendwie sage, ja, das mache ich auf jeden Fall, klappt es eh nicht. Ist irgendwie so. Dann benutze ich einen Pencil Brush und gehe nochmal in das Türkis. Also ich muss auf jeden Fall meinen Kajalstift rausholen. Und hier mache ich so ein schwarzes Teil. Ihr werdet auch. Oh. Wisst ihr, da will man nur so ein bisschen. Also ich weiß auch nicht, rutscht ständig aus. Das ist doch abartig. Und dann gehe ich mit diesem Türkis über die schwarze. Ja, dann versuche ich einfach hier so ein bisschen zu blenden. Aber nur bis zu diesem. Das Schwarz lasse ich erstmal. Da kommt nämlich jetzt gleich noch ein anderer Stift drauf. Das habe ich herausgefunden, dass der mit Schwarz richtig funktioniert. Mir richtig gut gefällt. Also ich muss sagen, klar, ein bisschen ein Fleck dort, ein bisschen hier. Ich könnte mir jetzt noch 3 Stunden Zeit geben. Aber ich bin ehrlich gesagt, so wie es ist, zufrieden. Und mir gefällt es. Und wen sollte es sonst gefallen, außer mir? Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde es eigentlich ganz gut, wie es ist. Ich habe hier von Catrice einen Stift 18 Stunden Color Eye Pencil in Bright Lavendel 100. Das ist, wenn man ihn swatcht, einfach ein fast durchsichtiger Stift, der jetzt durch den Blitz wirklich aktiviert wird. Den sieht man auf einer schwarzen Unterlage. Super gut. Warte, ich hol euch mal noch kurz näher ran. Seht ihr das? Also hier im ersten Drittel. Und ich finde, das macht so einen Hingucker. Das sieht fast schon Neon aus. Wisst ihr, was ich meine? Schaut euch einfach diese Pracht an.
Und ich sage euch, im richtigen Leben, da fleckt auch nichts. Also durch das Kameralicht, das ist sehr intensiv. Also danach brauche ich erstmal einen Augenarzttermin. Ich wollte mir so ein Ringlicht kaufen bei Amazon, wo man sein Handy auch dran macht. Das werde ich mir auch noch zulegen, weil jetzt der Herbst kommt, dann kann ich sonst keine Videos drehen, wenn ich allein zu Hause bin, wenn meine Kiddies versorgt sind und ich entbunden habe. Oh Gott, die Entbindung. Sind wirklich nur noch 4 Wochen. Ich raste einfach aus. So sieht's aktuell morgens bei mir aus, auf den Augen. Ja. Dann einer meiner liebsten Stifte, warum er auch so klein geworden ist, ist A Rush von Urban Decay. Diese Farbe, es ist einfach. Also ich habe jetzt jedes Produkt mit Glitzer. Ach so, Gott, wir sind ja mit den Augen gar nicht fertig. Habe ich vergessen. Habe ich echt vergessen. Scheiße. Okay. Okay, also die Palette, ich muss ehrlich gestehen, ich liebe sie. Sie ist einfach schön. Also ich werde sie auf jeden Fall wegen den Schimmern benutzen, auch die matten Töne, die halt eben. Aber ich finde, man hätte hier lieber ein Schwarz reingepackt statt dieses Grau. Und ein, ja, ein neutrales Braun, braun-beige. Dann wäre es nicht so monoton. Also irgendwie, weiß ich nicht. Man kann halt nur diese Looks dann machen. So. Dann benutze ich Trended Up Ultra Wear Nude Shine Lipstick in der Farbe 030. Den finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist der Lip Liner. Nur als Gloss und ohne Glitzer. Und zu diesen. Ja, ist das. Das ist schon ein kühler Look, ne? Ich muss auch ehrlich sagen, dass das nicht ganz so. Das Glitzer ist ein anderes. Türkis und ja, naja, dann bin ich heute Prinzessin auf Erbse. So, dann benutze ich ein Gel-Eyeliner. Der hier ist von Manhattan. Ich benutze dazu ein, ja, so ein abgeschrägtes Töpfchenteil da und gehe mit dem. Ja, mit dem Pinsel ins Töpfchen und tupfe das ein bisschen im Deckel ab. Und dann gehe ich ganz nah an den Wimpernkranz und stempel sozusagen so ein bisschen Wimpernkranz dran. Ich muss das machen, ja. Ich finde es tatsächlich viel, viel schöner. Ich war gestern in der Uni, habe mich für die Geburt angemeldet. Es war ein ganz komisches Gefühl. Ja. Oh Leute, ich sag's euch. Ich habe mich gestern gefühlt wie auf dem Flughafen mit Passport abgeben. Wenn man in die Uni reinkommt, muss man erstmal sagen, was man da will, weil sonst braucht man da gar nicht hinkommen. Auch die Männer und sowas dürfen eigentlich mit rein. Und dann muss man eine Besucher-SMS haben, wenn man jemanden besucht. Oder man muss so Besucherausweis oder so haben. Ich war echt erstaunt. Also Besucher-SMS oder Besucherausweis. Und dann dachte ich, okay, läuft bei euch. Naja, ist auch ein großes Krankenhaus, klar. Und sind halt viele Patienten. Das ist ja das, was ich ja auch sage. Das ist halt für die Leute, die eh schon anfällig sind. Also ich gehöre, also als Schwangere gehört man irgendwie auch zu so einer gewissen Risikogruppe. Wenn man sich damit nicht so verrückt macht, dann geht's eigentlich. Da kann man eigentlich ganz gut leben mit.
Ich mag mich halt nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich mag auch mit Leuten nicht mehr darüber reden, weil jeder hat seine eigene Meinung. Und man diskutiert da um den heißen Brei und kann es dann doch irgendwie nicht ändern, weil es so ist, wie es ist. Ich weiß nicht, gerade hat dieses Produkt so viel Produkt. Ja, irgendwie kommt da gerade so viel raus. Jetzt müsst ihr mal kurz meinen Ansatz ertragen. So, ich sehe heute bestimmt ganz, ganz fürchterlich aus. Ich sehe das schon kommen im Tageslicht. Wir können ja mal kurz den Blitz ausmachen und gucken, wie gewöhnlich ich dann aussehe. Na, es geht so, ne? Also es ist noch nicht so hell, es ist echt grau und was soll man tun? Mascara am besten antrocknen lassen und dann entfernen. Vorher nicht. Um 9:30 wird mein Auto abgeholt. Ja, genau. Und ich muss jetzt die Küche aufräumen noch. Ich wünsche euch einen schönen Tag soweit. Ich kann euch, wie gesagt, diese Palette auf jeden Fall schon mal empfehlen, weil ich finde einfach, sie hat so Unikat, Töne drin, die wir zwar schon mal irgendwo gesehen haben, bestimmt. Aber wenn ihr so schaut, diese Duochroms. Und das sind fast alle Duochroms. Also ich finde, dieses Blau hat auch einen Unterton an Lila-Grau irgendwie drinne. Und also viele der Glitzer sind einfach Duochroms und sie verblenden sich so super. Was ich auch ganz, ganz gerne mag, ist dieses Lila da. Das ist mein Lieblingston aus der Palette. Ich bin einfach ein Lila-Fan. Ich habe einfach grüne Augen und ich finde einfach, Lila steht mir am allerbesten. Also diese Palette ist auf jeden Fall schon mal zum Empfehlen und wir werden einfach im nächsten Video ja, die Palette auseinandernehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und genau, ich werde mein Haul dann heute noch abdrehen. Und dann bis dann. Ciao!